Ja, hallo YouTube, hier ist wieder Florian für euch mit den 12 Days of Anime 2020, Tag Nummer 1. Bevor ich allerdings zu dem heutigen Moment komme, nur ein kleiner Disclaimer. Voran, wie jedes Jahr, finden also auch dieses Jahr wieder die 12 Days of Anime statt, wo es mir darum gehen soll, dass ich von den Manga-Anime-Momenten oder auch japanesken Games des Jahres und so weiter und so fort, die bei mir einen besonderen Eindruck hinterlassen haben, die mir besonders gefallen haben, die mir besonders erinnerungswürdig scheinen, aus diesen Serien, Manga und so weiter und so fort, werde ich mir Momente oder habe ich mir Momente herausgepickt, die ich dann einen Tag nach dem anderen in den 12 Days of Anime bis zum 25. Dezember jetzt nach und nach vorstellen möchte. Und es heißt und nennt sich zwar die 12 Days of Anime 2020, aber so wie es ursprünglich, als dass die westliche Community oder die, also die westliche, die US-amerikanische Community vor ein paar Jahren eingeläutet hat, die 12 Days of Anime, will ich es auch wieder so machen, dass es sich nicht ausschließlich auf Anime beschränkt, die dieses Jahr liefen, denn das würde bei mir einiges an Suche einschränken oder an Momenten, die ich rausnehmen kann, sondern alles, was ich wirklich innerhalb dieses Jahres gesehen habe, was auch gleich den heutigen ersten Moment betrifft, wenn man es ganz genau und streng nimmt. Deswegen, das wird so zum Teil in den nächsten Tagen mit vorkommen. Generell muss ich auch sagen, dass ich dieses Jahr deutlich weniger Anime gesehen habe, als im Durchschnitt die Jahre zuvor pro Season, was einfach auch ein bisschen arbeitsbedingt war, dass viele Sachen mich nicht so gecatcht haben nach einer Folge. Deswegen werden vielleicht manche Momente fehlen, die von Serien, die ihr vielleicht gesehen habt, wo ihr denkt, oh, das müsste eigentlich unbedingt reinkommen und es würde vielleicht auch reinkommen, wenn ich es gesehen hätte. Deswegen entweder am vorletzten Tag oder am letzten Tag, also entweder dann am 11. oder 12. Tag der 12 Days of Anime, am 24. oder 25. Dezember, werde ich dann auch wieder eine Liste einblenden mit ehrenwerten Nennungen oder mit Ehrennennungen und ja, Serien, die es leider nicht geschafft haben, wie zum Beispiel auch Great Pretender, BNA, diverse Sachen, die ich zwar angefangen habe zu schauen, aber nicht zu Ende geguckt habe und daher mir noch die Momente fehlen oder ich nicht so weit gekommen bin bis zu eventuell guten Momenten. Deswegen das als kleiner Disclaimer voraus. Es kann auch passieren, das muss ich auch noch dazu sagen, gerade diese Woche jetzt noch, in der ersten Woche der 12 Days of Anime bis Tag 7 vielleicht, dass ich aufgrund noch einer letzten Deadline vielleicht nicht dazu komme, jetzt wirklich jeden Tag eins hochzuladen und dass ich dann ein paar Tage eventuell mal aufholen muss, also dass dann innerhalb von einem Tag ich dann die drei fehlenden Tage von zuvor uploade oder dergleichen, also dass mein Tag ausfällt, aber ich werde so oder so 12 Momente machen bis zum 25. Dezember, deswegen dessen könnt ihr euch sicher sein und losgehen soll es heute mit einer Serie, die ich sehr, 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 sehr lange auf meiner To-Watch-Liste hatte. Der Titel des Videos wird es ja schon längst verraten haben. Und es war eine Serie, von der ich immer sehr, sehr gute Sachen gehört habe, aber lange beiseite geschoben habe. Aber dadurch, dass die dritte Staffel Ende letzten Jahres angefangen hat und weiter lief im Winter diesen Jahres, könnte man es, wenn man es ganz streng nimmt, technisch mit reinzählen. Und zwar Chihayafuru, was eine Serie ist, die sich um ja ein japanisches Spiel, wenn man so will, oder einen Wettkampf dreht, der sich da Karuta nennt, Karuta, von der Aussprache her noch nicht ganz so einfach, klingt ein bisschen wie Karte oder Karta, Karuta, wo es praktisch darum geht, dass es eine bestimmte Gedichtsammlung von über 100 Gedichten gibt und diese zum Teil auf Karten stehen und dann bestimmte zweite Teile oder zweite Hälften der Karten vorgelesen werden oder das Gedicht, die erste Zeile vorgelesen wird und auch die zweite Zeile steht auf diesen Karten und man muss dann eben versuchen, sobald der Sprecher, der normalerweise bei Wettkämpfen und so weiter dabei ist, der die Gedicht, das Gedicht vorliest, dann die richtige Karte zu erwischen, von dem, wie das Gedicht entsprechend weitergeht. Ja, so ganz, ich muss sagen, selbst nachdem ich die drei Staffeln gesehen habe, blicke ich immer noch nicht so ganz in den Mechaniken von Karuta durch. Und das war auch ein Grund, warum ich lange vor mir her geschoben habe, die Serie zu sehen. Aber ich habe es dann einerseits zum Anlass genommen, dass die dritte Staffel lief, zum anderen ein Video von Glass Reflection Arcada. Ich hoffe, ich denke dran, es unten in der Videobeschreibung mal zu verlinken, der mal so ein Video in der Art gemacht hat. Ich habe es jetzt nicht nochmal geschaut, bevor ich das hier aufgenommen habe, aber der, glaube ich, auch Anfang des Jahres in Beziehung zu Chihayafuru dritte Season ein Video gemacht hat, von wegen Why you should watch Chihayafuru even if you don't know Karuta. Selbst wenn man von Karuta absolut gar keine Ahnung hat, weil es eben ein sehr spezifisch japanischer Sport ist
Und ich würde es als Sport beschreiben, denn diese Serie hat in den 3 Staffeln praktisch alle Emotionen in mir ausgelöst, die sozusagen sehr gute Sportanime in mir auslösen. Und in einem sehr guten Sinne ist es eine etwas etwas emotional aufhellendere Version oder aufgehellte Version, die ich durchaus mit March Comes in Like a Lion vergleichen würde, wo ja dort wiederum Shogi eine unglaublich wichtige oder eine große Rolle spielt, also auch ein japanisches Brettspiel, wenn man so will. Deswegen auch hier Karta, ein entsprechend sehr in der japanischen Kultur verankerter Wettkampf, und während es bei Shogi aber auch sehr stark um Depressionen, menschliche Schicksale und dergleichen geht, ist es in Chihaya Fudo ein bisschen aufgelockerter, auch mit einem etwas eher typischeren Oberschulsetting, aber trotzdem mit unglaublich vielen tollen Charakteren vorkommen, auch älteren. Und auch, ich habe lange überlegt, was für eine Szene ich denn eigentlich dann nehme für heute, weil mir ist sowohl aus erster Staffel, zweiter Staffel, dritte Staffel, sind mir verschiedene Momente in den Sinn gekommen, wo ich dachte, das könnte ich hier mit reinnehmen. Und ich habe dann einfach mal, weil mir ein bestimmter Moment so ein bisschen mehr im Kopf war, habe ich dann mal wild in eine Folge reingeklickt von der dritten Staffel und geguckt, wo es dann ist. Und ich habe die ganze Folge einfach nochmal komplett durchgeguckt. Und egal, ich habe dann nochmal eine andere Folge reingeschaut, egal in welche Folge ich nochmal reingeschaut habe, irgendwie die ganze Serie hat wirklich durchweg richtig tolle Momente, und auch die ganzen Kontrahenten in den Karuta-Matches. Einen guten Sportanime zeichnet für mich aus, dass man eben nicht nur für die Protagonisten oder für die Hauptcharaktere, ja, die nicht nur anfeuert, sondern ja, Matches zu sehen, in denen man praktisch es beiden Seiten gönnen würde. Ja, das ist auch so eine Sache, die ich bei Chihaya Fudo sehr zu schätzen gelernt habe. Und eine Folge, die ich dann reingeklickt habe und die ich dann heute stellvertretend als Moment mit hineinnehmen will von Chihaya Fudo, für das ich eventuell irgendwann nochmal, vielleicht in 5 Jahren oder so, wenn ich dann mal dazu komme, wie so viele Sachen, auch eigentlich ein extra Video mal geplant hatte und eigentlich weiß, was ich, wie viel ich dafür, darüber sagen will, wenn ich dann mal die innere Ruhe und Zeit dafür finde. Aber jetzt gehe ich auf eine Tangent, auf eine Tangente, wo ich besser nicht hingehe. Deswegen stellvertretend habe ich da heute einen Moment reingenommen, der nichts mit dem zu tun hat, warum ich mich dann auch, nachdem ich viel gehört habe und mit sehr hohen Erwartungen an Chihaya Fudo rangegangen bin, absolut nicht enttäuscht wird und es meine Erwartungen erfüllt und übertroffen hat, ist einer der Gründe, warum ich Sportanime so generell liebe. Und zwar ist das, wenn die Leute, die Charaktere, die vorkommen in der Serie, entsprechend die Passion, die Leidenschaft zeigen, die sie für den Sport entwickelt haben. Und wenn das Ganze dann noch mit diversen anderen Thematiken vermischt wird, wie zum Beispiel, um auf March Comes in Like a Lion zurückzukommen, oder beispielsweise auch bei Shouwagen no Kurakugo Shinju, und zwar welche Rolle das Alter der Kontrahenten beispielsweise spielt, oder welche unterschiedliche, also dass es eben nicht nur Oberschüler sind, die da antreten, sondern dass man eben dann auch auf gewachsene, erstandene, erfahrene Veteranen trifft, die aber eben unter dem Zahn der Zeit leiden, und dass ihre Fähigkeiten durch das Alter, ihre Geschwindigkeit, ihr Hörvermögen und so weiter verringert wird, dass eben dann auch diese Seite beleuchtet wird und mit welchen inneren Strugglen bei den Wettkämpfen dann diese Leute entsprechend auch mit sich herumschleppen und tragen. In den erwähnten Serien war das schon sehr gut, und ich habe dann ja einen Charakter oder ein Duell, Karta-Duell, von den vielen unglaublich tollen, die es in den ersten 3 Staffeln, die bis jetzt raus sind, gibt, ist eben stellvertretend eins zwischen einem Charakter namens Inokuma und Chihaya, die eben Chihaya Fudo auch entsprechend den Namen gibt. Es handelt sich dabei um die Folge Nummer 4 aus Staffel 3. Deswegen, ich gebe, obwohl das aus Staffel 3 kommt, generell eine relativ geringe Spoilerwarnung. Ich werde nicht sagen, wie das Match ausgeht, da es auch die gesamte Serie über sehr, sehr, sehr offen ist. Natürlich, ein bisschen geht die Tendenz immer dazu, dass die Hauptcharaktere gewinnen, aber auch die Protagonisten und der Carter Club, der sich gründet im Zuge der ersten Staffel, stecken auch hin und wieder einige sehr harte, aber eben auch lehrreiche Niederlagen ein, was mich dann wieder so ein bisschen an Baby Steps erinnert, um einen anderen Sportanime hier mit reinzuwerfen, wo eben auch der Protagonist gerade über die anfänglich sehr häufigen Niederlagen wächst und lernt, sich weiterzuentwickeln. Und es ist auch so ein Aspekt, der mir an Chihaya Fudo gut gefallen hat.
Deswegen, also wahrscheinlich wird es jetzt hier länger eingeblendet worden sein. Kleine Spoiler-Warnung für Season 3 von Chihaya Furu, Folge Nummer 4, wo ein kleines Turnier, das Yoshino-Turnier, stattfindet, in dem im Viertelfinale Chihaya, nachdem sie zu Ende von Staffel 2 eine kleine Verletzung hinnehmen musste und jetzt zu Beginn der dritten Staffel sich regeneriert hat, ihr erstes richtiges, offizielles, hartes Match wieder aufnimmt, und zwar gegen eine ehemalige Königin der Charta, also die sozusagen die landesweiten Gewinnern von den Charta-Matches in Japan werden, also sozusagen die besten Charta-Spieler werden dann jeweils der König bzw. die Königin von Charta genannt, und sie tritt in dem Viertelfinale von dem Turnier in der Folge 4 entsprechend von Staffel 3 gegen eine ehemalige Königin namens eben hatte ich den Namen noch gesagt, Inokuma an, die, nachdem sie viermal Königin geworden ist, einige Jahre ein bisschen das Profil low gehabt hat, also sich ein bisschen zurückgezogen hat, weil sie mehrfache Mutter geworden ist und dementsprechend sich aus dem kompetitiven Charakter zurückgezogen hat. Aber ja, ich liebe, wie kann man das sagen, Comeback-Stories unglaublich gerne, und Leute, die aufgrund der Leidenschaft für den Wettkampf, den sie betrieben haben, und aufgrund dessen, dass sie es vielleicht auch von ihrer Familie selbst als Kinder mitbekommen haben. Ich werde auch hier, wie immer, wahrscheinlich mal irgendwo ein paar Einblendungen machen von den entsprechenden Szenen, auch auf die Gefahr hin, vielleicht wieder Copyright Strike oder keine Ahnung was zu bekommen. Das passiert mir eigentlich ja jedes Jahr bei den 12 Days of Anime, dass ich dann ein paar Monate lang warten muss, bis der Strike wieder weg ist. Mal gucken, welches Video es diesmal wird. Auf jeden Fall war es unglaublich toll, dann auch mit Inokuma sozusagen eine Veteranin, eine unglaublich starke Gegnerin für Chihaya zu haben, die eben versucht, die von dem kompetitiven Drive getrieben wird, versuchen, wie dann das Professionelle und das Hochdotierte oder auf den Königinnenplatz fokussierend, versucht, ihren eigentlich schon vermeintlich befriedigtes Interesse an Carter oder dadurch, dass sie viermal Königin geworden ist und sehr erfolgreich war, wo man eigentlich denkt, dass oftmals so, wer wahrscheinlich nicht Sportler ist, der denkt, wenn man es einmal gewonnen hat oder einmal Weltmeister geworden ist oder ein zweites oder drittes Mal, dass es dann beim vierten und beim fünften Mal sich eigentlich nie wieder so anfühlt wie beim ersten Mal, als man es geworden ist, und dass dann eigentlich doch diese Verbissenheit auf den Sieg oder auf die Meisterschaft dann doch irgendwann verflogen sein muss, dass man nicht mehr heiß drauf ist, und jeder Profisportler, der mehrfach dasselbe Turnier gewonnen hat, würde das wahrscheinlich verneinen. Und was Chihaya Furu eben, wie gesagt, für mich so einen tollen Anime gemacht hat über alle drei Staffeln hinweg, ist mit welchem unglaublich tollen Directing, mit den tollen Bubbly, ein bisschen Shoujo-artigen Zeichnungen von der Serie und der unglaublich tollen Musik, die wichtigsten Szenen unterlegen, eben gezeigt wird. Die Leidenschaft ausgedrückt wird von den Charakteren, dass auch alle Charaktere mit einem gewissen Hintergrundwissen oder mit ein bisschen Hintergrundgeschichte beleuchtet werden, dass man eben auch oftmals, eigentlich ist oftmals mehr dem Gegner gönnt, als den aktuellen Protagonisten von dem Carter Club um Chihaya herum, die wir eigentlich mehr oder weniger aktiv verfolgen. Und dass es keinen mehr oder weniger richtigen Bösewicht und Kontrahenten gibt, sondern dass auch alle vermeintlichen Erzfeinde und so weiter diverse Quirks haben, die sie sympathisch machen. Mir fiel kein Charakter ein, den ich wirklich irgendwie abgrundtief hasse oder verabscheue oder eine Abneigung habe im gesamten Chihaya-Furu Cast, was wirklich auch für den Cast spricht. Und eben dieses Duell Inokuma, die kompetitiv getrieben ist, aber natürlich auch wegen ihrer Leidenschaft und ihrer Liebe für Carter und nicht nur aus Verbissenheit, wie es zum Teil auch einige Leute sind. Und dann eben Chihaya, die durch eine gewisse Kindheitsbegegnung mit einem weiteren Protagonisten eben überhaupt erst zum Charakterspielen gekommen ist und dann eben auch mit einem anderen Kindheitsfreund Taichi dann später in der Oberschule den Charakterclub gegründet hat und die eben auch schlicht ihre Liebe und den Spaß, den sie bei Charakter empfindet, auslebt. Die beiden treffen eben in dem Viertelfinale aufeinander und da zu sehen, wie die Kinder dann die Mutter anfeuern und wie die ehemalige Königin immer noch heiß ist auf
den Sieg und die junge, aufstrebende und von allen eben in der viel Erwartungen steckende ja, Chihaya zu übertrumpfen und zu zeigen, dass sie ihren Königintitel von damals gerecht geworden ist und dass sie auch mit einigen Jahren Pause, die sie mutterbedingt jetzt genommen hat, immer noch auf dem Niveau oder höher, auf einem höheren Niveau ist, als sie damals gewesen ist. Und das Match zwischen den beiden war auch ein absolutes knappes Hin und Her gewesen bis zum Schluss. Und ja, es waren mehr oder weniger wie zwei. Es war ihr erstes offizielles Match, sie sind vorher nicht aufeinander getroffen, aber ja, sie haben sich dann sozusagen auch gefunden und befreundet, wenn man so will. Also auch diese Verbindung, die zwischen den Kontrahenten entsteht im Zuge eines Carter-Matches. Also wie gesagt, auch wenn man von dem Spiel an sich nicht viel versteht, von den ganzen Gedichten, wie es zustande kommt, es wird in Teilen erklärt im Zuge vor allem der ersten Staffel, als sich der Carter-Club noch bildet. Und was Carter für diverse Charaktere jeweils in Einzelnen bedeutet und so weiter. Verschiedene Standpunkte, wie die Leute dazu stehen, werden entsprechend auch dargestellt. Aber in dem Viertelfinale, in dem unglaublich tollen und engen Match, treffen praktisch zwei aufeinander, die aufgrund der Liebe und des Spaßes, den sie für Carter empfinden, ja, dieses Spiel spielen. Und das ist für mich so ein bisschen die Quintessenz dessen, was Chihaya Fulu ausmacht und warum es so viel Spaß gemacht hat zu schauen. Und deswegen ist für mich das Match eben zwischen Inokuma und Chihaya Fulu aus Staffel 3 und ja, Folge 4 entsprechend von Chihaya Fulu hier in Tag Nummer 1 von den 12 Days of Anime vorhanden. So. Und ja, vermutlich werde ich jetzt hier für die abschließenden Worte, die rausschmeißenden Worte von diesem ersten Tag der 12 Days of Anime vermutlich ein bisschen angespielt haben, das Chihaya Fulu Theme, den Theme-Song, das Main-Team, was spielt, weil das geht mir jetzt auch gerade die ganze Zeit, während ich hier spreche, durch den Kopf. Ich hätte nicht anfangen sollen, nochmal eine ganze Folge zu schauen, weil, ja, wenn euch Akada und ich mit diesem Video von den 12 Days of Anime nicht überzeugen könnten, euch auch mal Chihaya Fulu irgendwie anzuschauen, dann hoffe ich, dass es der gerade laufende Soundtrack kann. Der ging mir noch Wochen, nachdem ich bis zum aktuellen Anime-Stand Chihaya Fulu geschaut habe, bis Ende der dritten Staffel, ja, ging mir dieser Soundtrack nicht aus dem Ohr. Und das ist, glaube ich, denke ich mal, auch einer von meinen, wenn ich irgendwann jemals eine All-Time-Favorite-Openings-Endings Soundtrack-Anime-Soundtrack-Listen sowas machen würde, wäre das definitiv auch einer, der in seinen verschiedenen Varianten, in denen er in der Serie auftaucht und vor allen Dingen das Main-Theme an sich, definitiv in die Top-Liste kommen würde, weil der immer in bestimmten Längen auftaucht, an den besonders epischen, den besonders herzergreifenden, herzerwärmenden Momenten der Serien. Deswegen Chihaya Fulu war etwas, was ich dann wirklich innerhalb von wenigen Tagen durchgesuchtet habe, was ich so, ja, lange nicht mehr bei einem Anime hatte, der mich so gecatcht hat, dass ich nicht mehr anders konnte, als nächste Folge es durchzuziehen. Und wenn es mich um Stunden Schlaf gebracht hat in der Nacht. Und deswegen hat es sich hier an diesem ersten Tag den Platz in den 12 Days of Anime für mich verdient. So. Und damit jetzt aber wirklich Schluss. Bedanke mich fürs Zuschauen bis hierher und sage wie immer Matane. Bis zum nächsten Mal, vielleicht im morgigen Tag der 12. Days of Anime Tag Nummer 2. Wie gesagt, wenn es morgen nicht kommt, dann kann es sein, dass es vielleicht mit ein bisschen Verspätung kommt. Aber so oder so wird es 12, nicht 12 oder so, 12, 12, 12, nicht 11, 11, 11, 12, 12 Videos geben für die 12 Days of Anime. Und ja, dann sehen wir uns im nächsten. Oder beim Let's Play von Cold Steel, je nachdem wie ihr wollt. Oder im Discord. Oder hier oder da. Also jetzt wirklich, Matane, bis zum nächsten Mal. Tschüss.